Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen News. Und wer sich jetzt so fragt, sag mal, du hast seit ein paar News nur noch die Nintendo Switch auf dem Thumbnail. Naja, dazu muss man sagen, momentan gibt es halt nicht viel. Wir sind echt gerade im übelsten Sommerloch. Aber ich will euch trotzdem auf dem neuesten Stand bringen. Und zwar hat, Leute, Nintendo jetzt offiziell die Switch New angekündigt. Und wie man sich denken konnte, ist die Switch New eine Konsole bzw. eine Revision der Nintendo Switch. Also das heißt, der normalen Hauptkonsole mit abnehmbaren Joy-Con und natürlich auch allem drum und dran. Und was soll man sagen? Vor allem wirbt Nintendo mit der Switch New mit verlängerter Akkulaufzeit. Und die ist mal richtig stolz angewachsen, dank des neuen Prozessors, der darin verbaut wird, nämlich der neuesten Revision des Tegra X1 Chips. Und wir reden hier nicht nur über eine halbe Stunde längere Akkulaufzeit, sondern um einiges mehr. Denn die neue Nintendo Switch soll tatsächlich 4,5 bis 9 Stunden durchhalten. Als Beispiel wurde hier Zelda Breath of the Wild genommen. Denn das läuft auf der alten Switch 2,5 Stunden und auf der neueren Revision mit dem neuen Prozessor 4,5 Stunden. Man geht davon aus, dass der Akku ungefähr genauso groß sein wird wie auf der alten Nintendo Switch. Und ich sag mal, für eine neue Revision ist das eigentlich ganz ordentlich. Aber ich würde mir eher andere Sachen wünschen für die neue Revision. Sei es dann nun irgendwelche gebogenen Nintendo Switch, irgendwelche Joy-Con, die abdriften, oder einen LAN-Anschluss direkt im Gehäuse oder vielleicht sogar einen verbesserten WLAN-Adapter. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was die neue Revision der Nintendo Switch besser machen könnte. Und was soll man sagen, diese steht schon ab Anfang September in den Händlerregalen und kommt auch mit einem komplett neuen Verpackungsdesign, damit ihr auch gar nicht mehr zur alten greifen müsst. Eine zweite Meldung in diesem ganzen Switch-Chaos, die ich noch zu vermelden habe, ist ein neuer Patenteintrag von Nintendo. Und zwar das sogenannte Switch Do, also DO. Was das jetzt genau sein wird, weiß man aktuell noch nicht. Da wird es sicherlich die Tage nochmal neue Spekulationen geben. Und auch wenn es neue Erkenntnisse zur neuen Switch-Revision geben wird, werde ich euch natürlich darüber unterrichten. Und eine kleine Ankündigung gibt es noch, nämlich soeben hat Nintendo das offizielle Release-Datum von Luigi's Mansion 3 angekündigt und das wird am 31. Oktober, also direkt zu Halloween, soweit sein. Und das finde ich eigentlich eine ganz sympathische Aktion, denn normalerweise bringt Nintendo ja immer seine Spiele am Freitag raus, jetzt hat man es mal einen Tag vorgeschoben, um es direkt zu Halloween verkaufen zu können. Ist natürlich Marketing, aber hat irgendwie trotzdem seinen Charme. Ansonsten danke, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt und wenn es euch gefallen hat, lasst doch das Abo da oder einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News und ciao.